Seelsorge und Verkündigung sind seine Leidenschaft. Kontaktfreude ist seine Begabung. Dr. Reinhold Stecher. Er war Jugendseelsorger, bildete angehende Priester und später angehende Lehrer aus. Teilweise mit überraschenden Methoden. Mit meinen Studentinnen und Studenten habe ich jeden Sommer Alpinkurse veranstaltet. Immer einen im Fels und einen im Eis. Und da waren also weit über 1000 junge Leute dabei. Und da bin ich drauf gekommen, dass diese Formen der Begegnung unheimlich bindend sind. Wenn man eine Woche am Seil miteinander verlebt hat, ist das ganz was anderes wie eine Vorlesung oder eine Prüfung. Das ist also viel lebendiger. Und das hat mir eigentlich immer viel Freude gemacht. Und ich bin auch von dieser Tätigkeit dann in die Lehrerbildung hineingekommen und dann wurde ich zum Bischof ernannt. Das war 1981. Der Wechsel fiel dem bescheidenen Theologen nicht leicht. Ich wollte auf keinen Fall Bischof werden. Ich habe mich durch ein solches Amt überfordert gefühlt. Dann kam dazu, dass ich das andere, die Lehrerbildung, die Schule, die Jugendarbeit, das war mir vertraut. Aber er ist es doch geworden. 16 Jahre lang war er Bischof von Innsbruck. Als neue Wege der Verkündigung und zur Entspannung begann er Bilder zu malen und Bücher zu schreiben. Beides stets mit dem gleichen Schwerpunkt. Das Licht in der Welt. Wissen Sie, mit Aquarell kann man ein wenig hier und da das Licht darstellen. Diese Lichtwirkungen, das ist für mich das Symbol eines erlösenden Gottes in der Welt. Natürlich, wiederum muss ich sagen, ich gehe nicht in die Kunstgeschichte ein. Nicht? Ich bin ein Hobbymaler. Reinhold Stecher ist 89. Seine Predigten, Lehrmethoden, Bücher und Bilder haben viele Menschen bewegt. Gibt es noch etwas, das er erreichen möchte? In meinem Alter sagt man sich, du hast dein Leben gelebt. Und für dieses beeindruckende Leben gab es 2010 sogar den Predigtpreis.